Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Die ist total bescheuert. Die ist total bescheuert. Einen Moment. So. Denn, was machen wir jetzt? Wir benutzen Knoblauch. Und stinken jetzt. Pfui, das stinkt, Miro. Ja, geil. Super. Und das war es jetzt. Okay, wo gehen wir lang? Wir fangen rechts an. Finde den Ort, der sich verzehrt und in andere Reiche führt. Nimm dir Zeit und suche genau. Auch ein leerer Raum kann den Schlüssel enthalten. Okay, ein leerer Raum wird also einen Schlüssel enthalten. Das möchte ich jetzt erstmal sehen. Boah, hier gibt es wieder tausend Wege. Ich denke mal, man muss nach oben und fällt irgendwie nach unten. Ja, und wir kriegen noch einen vom Kopf. Vielleicht kommt der Schlüssel, wenn wir die hier platt gemacht haben. Das könnte auch sein. Oder auf jeden Fall kommt irgendwie eine Truhe oder sowas. Das, genau, sowas hier, damit wir hier hochkommen. Ich guck nur mal kurz. Ich sehe aber jetzt keinen Schlüssel. Nee. Hier gibt's Heilgras. Okay. Kann man speichern, wie cool. Heilgras gefunden, Heilgras bekommen. Was tut das? Ich möchte das einmal ausprobieren. Heilt uns das? Nein. Ah, das ist bestimmt gegen die Halluzinationen oder so. Und bei dir kann ich jetzt speichern, oder was? Kollege, ja. Du siehst auch nicht mehr so fit aus, muss ich sagen. Das ist Heldenbuch. Ach so. Soll ich deine Daten festhalten? Das wär's. Okay. Wir haben es gespeichert, bringt allerdings nichts. Es ist vorbei. Weitermachen? Ja, sicher. Viel Glück, möge die Göttin. Wenn du das sagst, dann machen wir das. Ja, aber das mit dem Schlüssel, das habe ich gerade noch nicht so ganz verstanden. Weil hier einfach keiner ist. Also auch wenn man die kaputt macht, ja nicht. Das ist eigentlich nur ein Speicherpunkt hier. Wahrscheinlich muss man einfach nur runter, da wo ich jetzt gerade hochgegangen bin. Das ist dann einfach der Platz zum Speichern. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter und schauen, ob hier irgendwas ist. Gibt es hier eigentlich am Rand irgendwas? Könnte ja sein. Ja! Ecke. Ja, okay. Aber gut zu wissen, ne? Boah, ich muss echt alles abgehen hier. Bibliothek, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wenn ich da hochkomme. Hallo? Hallo? Wie komme ich denn da hoch? Ach, hier ist bestimmt eine Truhe, ne? Eine Kiste. Ja. Genau. Eine Wand von Illusionen hindert dich am Reisen. Aber was du siehst, ist vielleicht gar nicht da. Okay. Okay. Irgendwo kann ich also durchgehen oder was? Nö, die Wände, die sind schon alle relativ massiv hier. Oder kann ich hier unten irgendwie durch? Ist hier noch was? Nee. Oder vielleicht kann ich da hoch? Nee, hier? Nee, das geht nicht. Ja, keine Ahnung. Gute Frage, ne? Vielleicht so? Also irgendeine Wand ist hier eine Illusion. Aber welche? Vielleicht die hier oben? Kann ich durch diese Wand durch? Ich habe gerade schon versucht, oder? Ja, was du siehst, ist vielleicht gar nicht da. Ja, dann lass mich doch hier durch.
Das ist eine ziemlich massive Wand, würde ich sagen. Ja, hier komme ich nicht weiter, ne? Oder hier? Nee. Wieso kann ich denn hier hoch? Ist da noch so eine... Nee, ist keine... Nicht noch so eine Truhe... oder so eine Box. Tja, aber wo kann ich hier lang? Ja, aber wenn, dann noch irgendwie hier, oder? Aber auch hier irgendwie dann doch nicht. Hm. Das muss ja hier sein, ne? Das geht ja nicht anders. Ganz schön rätselig hier. Darüber springen kann ich auch nicht. Oben irgendwo dran ja auch nicht, ne? Ich muss nochmal schauen. Sorry. So, ja, ich habe jetzt nochmal geschaut. Also es ist, glaube ich, nicht in diesem Raum hier, so wie ich das gesehen habe. Aber ich meine, wir haben uns ja viele Wege auch noch gar nicht angeschaut gehabt. Ich weiß so gar nicht, ob das jetzt... irgendwas ausgelöst hat, irgendwas getriggert hat. Es gibt ja noch diesen Weg hier. Wir gehen mal hier runter. Und da ist er wieder. Du schon wieder. Geh fort, geh fort. Ja, hier ist so eine Wand. Hier kann man durch. Okay. Aber bevor ich da durchgehe, möchte ich nochmal einmal kurz nach oben gehen. Weil ich denke mal, da wo der Typ ist, da müssen wir dann auch lang. Okay. Da ist eine Truhe. Und Lebensenergie, sehr schön. Können wir immer gut gebrauchen. So. Es geht jetzt runter und es geht hier lang. Wir können ja einmal ganz kurz runtergehen. What? Mal schauen, was hier so ist. Okay, eine Mumie. Die uns sofort kaputt macht. Ich habe auch wieder den falschen Knopf gedrückt. Verdammt. Oh nee, komm schon. Aber ich glaube, hier unten ist auch gar nichts, oder? Nö, nicht wirklich. Ich glaube, das ist, wenn man irgendwo runterfällt. Das ist so die... Der Strafplatz hier. Oben ist ein Schalter. Ach, da kommt man bestimmt hier hin. Ah ja, okay. Oh, schon wieder die falsche Taste. Ja, okay. Dann gehe ich trotzdem nicht nach unten, weil das macht keinen Sinn. Wir gehen dann jetzt den zweiten Weg hier. Und vielleicht kommt man dann wieder in die Richtung, die... Ja, die Richtung wäre ja eigentlich richtig. Und der ist irgendwo hier reingegangen. Das wäre ja die Wand der Illusion, ne? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt getriggert haben. Man weiß es nicht. Okay. Was? Jetzt muss man zweimal treffen? Krass. What? Okay. Ach, das mit diesen Kugeln. Na gut, da müssen wir vernünftig springen jetzt, ne? Und sie trifft mich noch. Wow. Wow. Okay, ich bin oben. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ah, okay, so. Cool. Okay, dann kriege ich das auch hin. Ja, sehr gut. Und ein Teleporter, sehr schön. Und noch mehr Kugeln. Ja, sicher, gar kein Problem. Ja, klar. Hauptsache, diese blöde Kugel trifft mich sogar noch. Und nochmal.
Ach nee, nicht Pilze. Ich hasse diese roten Pilze. Aber vielleicht kriegen wir das mit dem Heilgras dann in den Griff. Ach, das sind gar keine echten. Hallo? Und jetzt? Ach, guck mal. Aber man muss mit Sicherheit alle kaputt machen und dann spawnt auch hier bestimmt irgendwie eine Kiste oder so, die wir dann da drauflegen können. Wie viele Teleporter gibt es denn hier? Oder sind das alle echte? Tatsächlich, die sind ja alle echt. Und ich laufe da einfach dran vorbei. Okay, cool. Aber jetzt ist nichts passiert. Okay, hat jetzt nicht so viel gebracht. Tja, ich nehme einfach mal den Teleporter hier, keine Ahnung. Okay. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier sind ganz viele Teleporter. Und da geht es irgendwo runter. Ich würde ja gerne mal gucken, wo es da hingeht. Aber ich werde natürlich sofort... Wow. Uhuhuhu. Ein HP wieder. Ja, wenn ich denn wüsste, wo ich lang muss. Aber ich habe ja keine Ahnung. Scheinbar kann man da irgendwie hoch. Ich denke mal, wenn ich den jetzt platt gemacht habe. Ja, eine Kiste. Okay, cool. Das sieht zumindest schon mal so aus, dass man das machen müsste. Und ich bin kaputt. Uhuhuhu. Okay. Vier Stück sind hier. So, drei, einer noch. Ach, er ist schon wieder. Ah, das scheint doch gar nicht so falsch zu sein hier. Eine Kiste. Eine richtige Kiste. Ecke, Ecke gefunden. Ja, sehr schön. Können wir gerade auch gut gebrauchen. Ja. Und er steht da an der Tür und kommt da nicht weg. Speichern nochmal kurz. Nein! Ist nicht dein Ernst, komm schon. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gerade irgendwas getriggert haben, oder? Ach, natürlich trifft er mich erstmal. Obwohl er schon kaputt ist, der andere. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber zumindest scheint das ja erstmal richtig gewesen zu sein. Warum der Typ so aussieht wie wir, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ah, die Mumien. Wie? Die rastet aus! Was macht die Mumie da? Wieso rastet die Mumie so aus? Ich glaube, wir gehen einfach mal... Ich weiß gar nicht, wo wir herkommen. Ich glaube, wir kommen von unten rechts, oder? Ich glaube, der Controller ist super laut, oder? Oh, komm, wir gehen einfach mal hier rein. Ich weiß ja gar nicht, wo wir hin müssen oder was hier passiert. Ah, okay, hier waren wir auf jeden Fall schon mal nicht. Das sieht nach irgendwas auf Geschwindigkeit aus. Kann ich denn daran einfach vorbei? Ja klar, jetzt bewegt sich das Teil. Oh, ich werde da so oft drauf gehen. Ich werde so oft dabei drauf gehen. Okay, so bewegt sich das Ding also. Ach nein! Okay, man muss aber auf diese Teleporter hier. Das habe ich jetzt verstanden. Aber wie komme ich denn auf zu dem zweiten da? Das ist ja super weit weg. Okay, hier ist ja kein Problem. Ich hoffe, ich muss hier lang.
Ja, aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht zu dem, vielleicht zu einem anderen. Keine Ahnung. Okay. Auf Zeit oder was? Ja. Ich springe hier einfach da drüber irgendwie. Okay, das ging ja jetzt noch. Ich glaube, den muss ich doch irgendwo mit hinnehmen, oder? Der sieht so aus. Oder ist das auch schon wieder so eine Zeitkiste? Mit Sicherheit. Natürlich. Irgendwas auf Zeit. Boah, ich speichere hier mal. Ich setze auch nochmal einen richtigen Speicherpunkt. Ich würde das gerne mitnehmen hier. Aber das geht nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich da hin muss. Boah, das Timing, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Was? Okay, cool. Es hat sehr gut funktioniert. Und ich habe meinen Schlüssel gefunden. Sehr cool. Ich weiß zwar nicht, wofür der ist, aber wir nehmen den mal mit. Ich habe echt noch keine Ahnung, wofür wir den Schlüssel brauchen. Ich gehe einfach mal hier lang. Da ist kein Teleporter hinter. Ach, komm schon. Wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist der gesperrt, ne? Ja, das wusste ich. Ich muss auf jeden Fall auf den zweiten Teleporter, denke ich mal. Kann ich denn da durch die Mitte vielleicht? Ja, tatsächlich, sehr cool. Okay. Es gibt es doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier war ich auch schon. War nicht so cool. Ich teleportiere mich jetzt einfach durch die Gegend hier. Da ging es runter, ne? Ich gerade erst gesehen. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ne, hier war ich noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin zwar in einem Raum mit Orks eingeschlossen, aber hier war ich noch nicht. Also ist das was Gutes. Und auch hier gibt es wieder zwei Teleporter, aber auch einen Gang. Oh, Mann. Und sie prügeln da auf mich ein. Komm du mir mal her, ja. Komm. So, jetzt gehe ich hier raus. Na, von hier komme ich. Das heißt, Orkraum rechts und unten könnte ich noch hin. Das war, glaube ich, nicht so gut. Heilgras gefunden, okay. Ecke, Ecke gefunden, okay. Das war aber gerade noch nicht da. Könnt ihr jetzt den nochmal speichern? Das ist doch mit Sicherheit dann der gleiche, oder? Nicht im Ernst. Doch, tatsächlich. Krass. Oder? Ja, wobei, jetzt bin ich mir gerade doch nicht sicher. Oder war das der Raum? Doch, ich fürchte schon, dass der das war. Wo wir vorhin auch schon gespeichert haben. Aber da war ja kein Ecke-Ecke da. Na, wir schauen erstmal. Nee, hier war ich doch noch nicht, oder? Doch, tatsächlich. Oh nein. Oh, kann ich denn jetzt vielleicht an diesem Raum, wo die Illusionen waren, weiter? Nee, also nicht, wo die Illusionen waren, sondern... Nee, auch nicht. Hier geht's auch nicht weiter.
Ja, aber wer soll ich denn wissen, dass ich da nicht durch darf? Man fällt da einfach runter, so düdüm. Blöd gelaufen. Wo war das denn hier? Hier wieder rein. Oh, ich hoffe, wir kommen jetzt relativ schnell wieder hin. Das war ja echt jetzt. Boah. Sollen wir die kaputt machen? Weiß ich gar nicht. Machen wir einfach mal. Nee, müssen wir gar nicht, aber warum auch nicht? Ach, nicht das schon wieder. Ich habe das doch gerade schon geschafft. Also langsam kriege ich es mit der Steuerung, glaube ich, raus. Okay, das war jetzt nicht so gut, aber okay. Genau, hier ist jetzt ein Teleporter. Und hier speichere ich jetzt. Ja, aber wo müssen wir lang? Ich habe da die falsche Taste gedrückt. Wir nehmen mal den schwierigsten Weg und gehen hier lang. Ach nein, hier ist das. So, okay. Und hier kommen wir doch, oder? Tatsächlich. Och, das ist so super verwirrend. Das ist ein absolutes Superlabyrinth. Wir gehen nochmal hier nach hier oben. Hallo? Hier war ich aber noch nicht. Und das ist auch, glaube ich, gut so. Okay, ein Schalter. Bin ich hier gerade rausgegangen? Könnte sein. Nee, das ist es, glaube ich, auf Zeit, ne? Ja, ja, genau. Ich muss einfach nur dahin. Aber ich werde dabei drauf gehen. Oder wir gehen erstmal woanders hin, und zwar hier hinten lang. Du kommst da rein und kriegst erstmal einen. Ist das der Raum, wo ich war? Ja, genau. Und da bin ich dann durchgegangen, und das war das Dümmste, was ich hätte machen können. Okay, das heißt, also rechts ging noch und unten ging noch. Der Raum mit den Orks. Das heißt, wir gehen dann jetzt nach unten. Das müsste es doch gewesen sein. Ich speichere nochmal kurz, weil ich mir echt nicht sicher bin. Also ich gehe da nicht nochmal durch. Okay, hier fallen einfach diese Dinger runter. Hier waren wir ja schon. Gibt es irgendwie ein Muster? Ja, immer noch die gleichen Stellen. Okay, aber wo muss ich hin? Ich bin von unten gekommen und bin nach rechts gegangen. Man kommt ja nirgendwo raus. Boah, ist das ein super Labyrinth hier. Ich glaube, man muss hier durch. Springen rüber, ist egal. Ja, aber hier war ich ja schon. Hier habe ich ja den Schlüssel geholt. Ich habe jetzt den Schlüssel. Boah, wofür? Ich schau mal ganz kurz. Ich werde es so. Ich weiß.